Ja, herzlich willkommen zur 14. Folge des Road to League One in FIFA Ultimate Team. Ja, für die, die neu dazugekommen sind und es nicht wissen, was ich da genau mache, also ich spiele mit meiner Mannschaft, hier zum Beispiel Belgien Team. Ich stelle es dir zuerst vor, ich zeige euch das Team und dann spiele ich online die Online-Saison durch und ich nehme euch auf jedes Spiel mit. Ich versuche euch auf jedes Spiel mitzunehmen und ich spiele es nicht live, sondern ich kommentiere es nach. So. Er sucht den Gegner noch. Jetzt geht's aber los hier. Tegun 28, Weezy F Baby heißt das Team. Zumindest der Gegner hat ein Deutschland-Team. So. Ich gleich hier am Anfang Miralas, zieht in die Mitte rein, schließt ab. Und Torwart hält souverän, dann der Gegner haut den Ball einfach mal nach vorne, trifft zufällig Mario Gomez. Mario Gomez ist nicht der schnellste, ich hole ihn ein, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er auf einmal stoppt und so steht es gleich 1:0. Und jetzt geht's auch gleich weiter, Gomez mit dem Kopf, 2:0. Ich habe da geschlafen in der ersten Halbzeit, 2:0, verdient für meinen Gegner, für Tegun 28. So, dann nochmal mein Gegner auf Khedira mit irgendeinem Spieler, weiß nicht ganz genau, ich glaube Schweinsteiger war das, und Khedira haut den Ball in den Knick. So, jetzt denken wir wahrscheinlich ein paar, ja, man scheiße, du bist so schlecht. Ja, ich habe auch meine Chancen gehabt, aber es hat geleckt wie Sau. Und deswegen ist das bisschen blöd, die zu zeigen. Hier ist immer gleich Lama mit dem 3:1. So, jetzt wird's schön kurios, wie man es nennen möchte. Witz, eine Traumpass auf Miralas und erhebt ihn. Der hebt ihn ganz locker florig in das Eck rein. 3:2. 77. Spielminute ist. Da ist noch was drin. Da kann noch was drin sein. Tolles Comeback. Auch tolles Tor. So. Lahm verliert den, Müller verliert den Ball. Pocker Knolli. Auf Roland Lamar. Der verliert zuerst den Ball. Holt ihn sich aber wieder zurück. Schließt ab. Aber Miralas ist das, glaube ich, stand im Weg. Nainggolan kriegt den Ball auch nicht unter Kontrolle. So, Podolski versucht den Ball wegzuschlagen. Ball wird abgeblockt. Benteke. Nein, nein, nein. Er kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Das ist sehr traurig. So, nochmal Einwurf. Nainggolan auf Lama, 90. Spielminute. Schon längst angebrochen. Lama abgeblockt. Hummels haut den Ball weg. Und dann war's aus. Dann war Schluss. Ich verliere 3:2. Das ist wegen Bled. Die waren ungefähr gleich stark. Ich gönne es ihm. Aber ja, habe ich halt Pech gehabt. Ja, was jetzt los? Ihr seht mich in der Zentrale. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein zweites Spiel zeigen. Aber irgendwie hat es nicht gespeichert. Ich weiß nicht warum. Es merke ich erst jetzt. Gefühlte 20 Tage später. Ich habe nämlich ein bisschen vorproduziert. So, ihr seht, ich habe gewonnen. Links unten steht's gegen Yoga Bonito 2:0. Und so habe ich mir den Aufstieg gesichert. Haben nur 3 Spiele Zeit, mir den Titel zu holen. Und das ist natürlich das, was ich möchte. Ich möchte den Titel, ich möchte den Pokal in meiner Hand. Also virtuell. Und jo, es tut mir ein bisschen leid, dass ihr jetzt nur seht. Also nicht das Spiel seht. Es war ganz cool, glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war cool. Ich habe ein schönes Tor geschossen. Ich glaube, ich habe mit meiner Spanien-Mannschaft gespielt. Die jetzt aber auch nicht mal. Es gibt die auch jetzt nicht mal. Ich habe echt sehr, sehr viel umgebaut in meiner Mannschaft. Und jetzt noch was ganz Wichtiges. Eine kleine Ankündigung. Ich habe nämlich vor, ein neues Projekt zu starten. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch ein Infovideo hochlade. Auf jeden Fall, es wird sehr cool. Es ist auch ein bisschen mehr braucht ein bisschen mehr Aufwand. Auf jeden Fall, es wird sehr cool. Mich interessiert das sehr, was ich da mache. Also, ich würde gleich meine Videos anschauen. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber solche Art von Videos im FIFA Ultimate Team finde ich sehr interessant, was ich dann machen werde. Jo, und auch noch ganz wichtig, in dem neuen Projekt könnt ihr immer etwas gewinnen, also meine Abonnenten. Wie viel das sein wird, also natürlich Münzen in FIFA Ultimate Team, also wie viel es sein wird, weiß ich noch nicht ganz genau, das wird sich aber alles noch ausstellen. So, ja, das war's jetzt dann mit Servus, macht's gut und ciao.